Diese Woche gibt es ein Argumentationstraining in Naumburg. Bäm! Gut argumentieren zu können ist in vielen Situationen wichtig. In Sitzungen, in Ausschüssen oder in Monatsgesprächen. Und vor allem ist es wichtig, dabei ganz gelassen zu bleiben. Und deswegen nehmen wir uns auch 5 Tage Zeit, in denen wir uns mit Kommunikationspsychologie, Interaktion und Beziehung, Hierarchie und Status, Argumentationsstilen, Verhandlungsführung oder strategischem Denken beschäftigen. Steht die Leitung? Kommt mit. Ich lade euch ein, einfach mal bei uns so reinzuschnuppern. Schöner. Ja. Also, heute bin ich auf meinem vorletzten Tag beim Seminar. Argumentieren statt resignieren, damit ich besser argumentieren kann. Da zieht sich ein Mann einfach aus. Die Leitung steht. Muss ich jetzt was erzählen? Ja. Gut, Oh Gott. Warum? Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von JVA Spezial. Mein Name ist Maybrit Chilner. Ich bin die Moderatorin für heute und ich habe 4 neue Kandidaten mitgebracht. Die möchte ich einmal vorstellen. Zu meiner Rechten einmal Santa Clausi, Pippi, dann haben wir Cheyenne. Hallo. Und Jorge. Also wirklich wunderbar. Manipulation ist auch so ein Faktum hier gewesen. Das haben wir zerstören. Und ich glaube, dass er seine Interessen in Zukunft gut vertreten kann. Ja, das hat doch Spaß gemacht. Spaß hat das Spaß natürlich hat auch. Gemacht. Also lernen mit Spaß, das ist klar. Wir haben uns auch alle super verstanden. Ja. Und Pippi, hast du das Gefühl, dass die Leute, die hier zugehört haben? Jeder hört mir zu. Automatisch. Hallo, wir sind Leon und Filia und wir sind ein Pärchen und zwar schon seit 2 Wochen. Jedenfalls wollten wir euch ein Feedback geben zu dem Seminar Argumentieren statt Resignieren in Naumburg und wir fanden es sehr schön. Oh ja, du hast ja so recht. Komm, gib mir einen Knutschi. Am allertollsten fanden wir unsere Teamer Ingo, Anna und Christian. Die 3 haben uns ganz, ganz viel Zeit gegeben, um praktisch zu üben. Hä? Was redest du denn da? Du kannst doch nicht das sagen, was ich sagen wollte. Was holst du denn jetzt so um? Immer klaust du meine Ideen. Nie schnatter, sind wir einer Meinung. Schnatter, schnatter. Das stimmt doch überhaupt nicht. So ein Quatsch. Weißt du was? Stopp. Du hast recht. Wir haben doch hier gelernt, dass Argumentieren gar nicht so wichtig ist. Stimmt. Viel wichtiger ist doch, dass man sich liebt. Versöhnungssex? Oh ja. Wow!